Gedankenexperiment an dieser Schulz-Story war für mich die Frage, was passiert mit einem, der explizit antritt, um transparenter, glaubwürdiger, ehrlicher, menschlicher Politik zu machen. Diesen Anspruch hatte Martin Schulz formuliert. Kann sowas funktionieren oder ist das Scheitern mit diesem Ansatz quasi programmiert? Mehr Gerechtigkeit ist es, was ich erreichen will. Eine Zukunft. Kurz nach seiner Nominierung als Kanzlerkandidat habe ich Martin Schulz gefragt, ob ich hinter den Kulissen dabei sein kann, endlich mal das mitbekommen, wovon ich als politischer Journalist immer nur geträumt habe. Tja, und da hat er tatsächlich zugestimmt. Immer wieder war es dann so, dass ich selbst kaum glauben konnte, dass ich tatsächlich jetzt hier bei dieser entscheidenden Besprechung mit am Tisch sitze. Ich war dann nicht nur quasi täglich im Wahlkampf mit dabei, sondern auch noch mal in den dramatischen Tagen seines Scheiterns im Februar 2018. Und so ist eine wirklich dramatische Geschichte entstanden. Wie kommt ein Mensch damit klar, wenn er erst in solche Höhen gehypt wurde und dann in nur einem Jahr einen solchen Absturz erlebt? Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit. Deutschland kann mehr.